Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Heißt Christine Haug. Und Christine, woher kommst du? Aus Schwandorf in der Oberpfalz. Oberpfalz, klasse. Oberpfalz, ich war in Regensburg, fantastisch. Und wie oft warst du in Medjugorje? Das dritte Mal jetzt. Dritte Mal. Warum kommst du immer wieder? Die Mutter Gottes, ja, die zieht mich immer wieder an. Aha. Das erste Mal war die da, dann ist meine Mutter gestorben nach 2 Tagen. Ja. Das war aber auch okay. Und jetzt war das, ich habe am Kar-Samstag erst gebucht. Ja. Und Ostermontag sind wir gefahren. Ich habe das einfach gekriegt in mir. Fahr mit. Die Osteroktav ist, denk mal, da fährst mit. Und eine kurze Frage, weil gestern war nicht die Anbetung des Kreuzes, sondern wie sagt man, eucharistische Anbetung. Hängt das mit der Osteroktav zusammen? Dass man sagt, man macht keine Kreuzesanbetung in der Osteroktave? Weißt du das sogar? Nee, das weiß ich jetzt nicht, aber die eucharistische Anbetung, die gibt es das ganze Jahr. Genau. Aber jetzt muss ich noch kurz was sagen von gestern. Ja, erzähl. Die eucharistische, also die Monstranz, links und rechts war im Bild ein Stuhl. Ja. Und da konnte ich einfach Vergebungsgespräche führen. Ja. Ich setzte den anderen, meinen anderen Partner hin und mich. Ja. Und über die Monstranz konnte ich Gespräche führen und habe stellvertretend für den anderen gesprochen durch die Monstranz um Vergebung, Verzeihung. Wunderschön. Das war gestern für mich ein Highlight. Highlight, das sieht man, du strahlst. Und hast du immer so gestrahlt im Leben? Nein, habe ich nicht. Wie ist der Weg zum Strahlen? Viele Leute möchten es gerne, den Frieden haben und das Strahlen wieder. Was würdest du dem raten? Ich würde dir raten, erst einmal die Sehnsucht zur Beichte, die Sehnsucht zu den Sakramenten. Ich wünsche allen Menschen einen guten Priester, die Menschen führen und auch die Anbetung selber. Einfach in die Kirche hineingehen. Jesus ist immer da. Es ist die Ruhe. Viele Menschen sagen, ich gehe in Wollnass zum Baum. Ist alles recht und schön. Ich bin auch sehr naturverbunden. Aber ich glaube, die ganzen Gebetsakte, die während der Jahrhunderte, Jahrtausende gesprochen worden sind, die sind nicht verloren. Davon bin ich überzeugt. Ja. Und man kann sich in diese Gebetsakte immer wieder mit einklinken. Man ist nie alleine beim Beten. Du kannst dich mit Millionen Gebeten verbinden und die wirken dann. Du kannst diese Millionen Gebete zum Herrn bringen, zu Maria bringen. Und das stärkt mich. Das sieht es, du strahlst. Du weißt, wie man sagt in Medjugorje, man kann die Mutter Gottes in den Augen vor den Menschen sehen, wenn die strahlen, sind friedvoll, sind fröhlich, sind wie du. Im Reinen mit sich selbst irgendwie, ne? Ja, mittlerweile wieder. Und ich muss auch sagen, ich habe zur Mutter Gottes früher überhaupt keinen Bezug gehabt. Ich habe sie mehr oder weniger abgelehnt. Ja. Ich habe eine sehr kranke Mutter gehabt, ein Leben lang. Und das war der Zugang zur Mutter Gottes war da nicht gegeben. Und der hat sich jetzt so schön langsam entwickelt. Auch wieder durch die Anbetung, durch die Lieder, durch die Lobpreislieder, wo die Mutter Gottes auch immer wieder dabei ist. Und so bin ich zur Mutter Gottes gekommen und sie tut mir gut, sie führt mich zu Christus. Das ist für unsere protestantischen Freunde, sie ist diejenige, die ein Glaubensvorbild ist und uns zu Jesus führt. Ganz einfach, nicht kompliziert, ne? Ja. Keine Göttin, die wir anbeten. Nein, keine Göttin. Genau. Und was hast du dann hier in Medjugorje erfahren? Erfahren? Was hast du hier erfahren, erlebt? Also ich bin alleine hier gewesen, das hat mir ganz gut getan. Ich bin alleine auch den Bergen aufgegangen. Ich war vor ein paar Wochen noch sehr krank, starke Grippe und ich habe nicht gewusst, wie es mit der Luft aushält. Und ich bin rauf, ganz langsam und runterwärts. Vielleicht bin ich jetzt, klingt das verrückt. Aber da haben die Steine zu mir gesprochen und ich habe gewusst, warum ich den Berg gehen habe müssen. Und zwar das Vertrauen. Ich habe sehr wenig Vertrauen gehabt die letzte Zeit. Und ich habe meine 2 Walking-Stecken dabei gehabt. Und runterwärts habe ich gemerkt, ich suche nur immer den sicheren Tritt, den total sicheren Tritt. Gerade für uns Deutsche immer wichtig. Und haben wir nicht mehr getraut, einfach flotter zu gehen im Vertrauen auf den Herrn. Und das habe ich auf mein Leben jetzt übertragen können. Ich muss halt immer die hundertprozentige Sicherheit bei mir suchen. Oben beim Herrn, ne? Oben beim Herrn, das habe ich da gelernt. Aber weißt du, viele Leute in Deutschland denken oder im Westen,
Gott der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, der wütend ist und nur wartet, dass er uns in die Hölle schicken kann. Und das, wir hatten, wie sagt mein Diakon aus Österreich, gesagt, das ist ein dämonisches Götterbild. Das ist nicht richtig. Du hast den ja erlebt. Wie ist er wirklich, Gott der Vater? Gott der Vater, er ist für mich. Er ist einfach. Ich kann jetzt sagen, ich stelle mir auch nichts vor darunter. Ja. Er ist einfach. Wir können dann nicht, man sagt ja, er ist Liebe. Ich kann nur bitten, Herr, erfüll mich mit deiner Liebe. Gib mir so viel Liebe, wie ich verkrafte. Und wenn du mir die Liebe gibst, gib mir die Kraft, und dass ich das auch weitergeben kann. Wow. Du hast diese Liebe erfahren? Ich habe diese Liebe erfahren, ja. In welcher Weise? In welcher Weise? Ja, es hat sich so viel verändert in meinem Leben. Ich habe immer versucht, bei den Menschen Vertrauen zu finden. Ich muss dazu sagen, also ich sage jetzt das erste Mal was. Ich bin als Kind öfters missbraucht worden. Und ich habe mein Leben lang dieses Vertrauen beim Menschen gesucht. Aber du wirst immer wieder enttäuscht, weil die Kinder, die Menschen können das gar nicht auffangen. Das geht nicht. Da kann die Liebe nur so groß sein. Es geht nicht. Es kann nur Gott. Und das habe ich erfahren, dass ich also geborgen bin bei ihm, dass er mir Kraft gibt. Du wirst nicht. Und das haben viele Menschen, haben schlimme Sachen erfahren, dass du in der Kindheit. Ja. Das ist, da kann man sehen, dass du das verarbeitet hast, wenn du drüber reden kannst. Viele schämen sich, glaube ich, zu Tode. Ja. Und es sind immer so viele, die auf irgendeine Art und Weise verwundet wurden. Ja, ob geistig oder körperlich, das ist ganz egal, oder ganz seelisch, egal, ja. Aber bei mir in einer gewissen Weise auch so. Mhm. Und ich sage immer, und 2007 haben wir gedacht, so, entweder ich brauche jetzt einen Psychologen, ich will diesen Berufsstand nicht, also abwerten, gar nichts. Einen Psychologen, aber du kriegst da keine Termine beim Psychiater, Psychologen. Und dann haben wir gedacht, so, wenn die Kirche immer sagt, dass es so gut sein soll, dass man da geheilt werden kann, dann gehe ich den Weg über den Glauben, über Gott. Und da habe ich mich, glaube ich, richtig entschieden. Ah, warte mal, also du bist schon zum Psychologen? Nein. Nein, hast gesagt, nee, du hast irgendjemand gehört, der sagt, die Kirche kann heilen. Ja, ich bin nicht privat versichert, das war mir dann zu teuer. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn das stimmt, dass mich Gott kostenlos heilen kann, dann gehe ich zu Gott in die Kirche. Ich probiere es aus. Und was ist passiert? Ja, ich bin dann neu gewachsen über die Anbetung und über die Messe, über die Sakramente. Und ich bin ja bei den Passionisten zu Hause. Ja. Und die Liebe zum gekreuzigten Jesus, das ist die Tiefe in mir, diese Liebe. Wenn ich habe als Kind das Kreuz nicht anschauen können, aber mittlerweile, ich schaue das Kreuz an und ich sehe nur die Liebe, die Heilung, die aus den Wunden fließt, aus der Herzenswunde, aus jeder Wunde. Und da fühle ich mich geborgen. Was ein Zeugnis, ist unglaublich. Und hast du auch die Erfahrung gemacht, wenn man es verarbeitet hat, wenn man den Kreis geschlossen hat, dass das eigentlich ein Geschenk war, das Ganze in der gewissen Weise? Auf jeden Fall ein Geschenk. Und das Bedürfnis, dieses Geschenk dann weiterzugeben, wo wir jetzt wieder bei der Mission sind. Ja, erzähl euch dann davon. Wie gesagt, ich bin ja doch nicht mehr die Jüngste, aber wie der Pater Dominikus von den Passionisten dann gesagt hat, er macht seine Missionsgruppe auch. War ich dabei, wir haben dann eine Schulung gehabt und wir haben dann immer Einsätze in anderen Pfarreien und da gehen wir missionieren. Mhm. Was bedeutet es in der heutigen Zeit missionieren? Keiner weiß so richtig mehr was. Ja, wir wollen einfach den Glauben wieder in die Häuser bringen, die Freude. Die Freude, die Freude in die Häuser bringen, oder wenn sie falsche Vorstellungen haben wieder vom Glauben. Von Gott oder viele sagen von der Kirche. Ja. Die vermischen ja Glauben und Kirche total immer. Ja. Und meistens sagen sie suchen ja. Und dann fragen wir einfach so, kann man ihnen helfen oder wollen sie über ein bestimmtes Gespräch mit uns austauschen? Ja, und es ergibt sich immer was. Ja. Wir beten dann, wir fragen, wollen sie mit uns beten? Wir beten gemeinsam.
oder der Priester, wenn dabei ist, der gibt dann den Segen. Ja. Dafür hast du bestimmt viele Geschichten, viel erlebt dabei auch. Ja, ganz viele. Uns wurden Türen geöffnet, wir wurden oft eingeladen, uns wurden die Türen nur einen Spalt aufgemacht, mittlerweile, und aber im Gespräch geöffnet. Manche, die machen die Tür komplett zu. Aber, wie Jesus, wie die Jünger, ne? Ja. Schüttel den Staub ab, geht ja zum nächsten Haus. Ja. Und dann beten wir immer, wenn wir zum nächsten Haus gehen, wenn uns jetzt jemand nicht aufgemacht hat, dann beten wir für die, für das ganze Haus. So schön. Das, bis wir zum nächsten Haus wieder kommen. Und du sagst ja, die Sakramente sind wichtig. Wenn jemand das Wort Beichte in Deutschland hört, sagt, lass mich in Ruhe damit. Meine Güte, was ist Beichte? Eine dunkle Höhle, wo ich da reingehen muss und da ist der Pfarrer hinter irgendeinem Vorhang. Aber was ist Beichte wirklich, die Schönheit der Beichte? Die Schönheit der Beichte ist einfach das Abschütteln der Sünden. Gott befreit einen. Und die haben dann irgendwo tief im Meer, gibt es so ein schönes Lied. Gell? Und, aber man hat halt von der Kindheit her die falschen Vorstellungen. Beschreib das mal ein bisschen, wie von, du da rausgekommen bist und was die Vorstellungen sind. Von der Beichte als Kind, ja, was beichtest du als Kind und so, oder da hast du Angst gehabt mit 9 oder 10 Jahren. Und ich habe lange nicht mehr gebeichtet. Aber dann habe ich diese Sehnsucht wieder gekriegt zur Beichte. Ich habe gesehen, wenn die anderen dann rausgekommen sind vom Beichtstuhl, die haben dann gestrahlt und so. Dann haben wir gedacht, na, dem Pfarrer, den erzähle ich meine Sünden nicht, das geht doch denen gar nichts an. Gell? Und bis ich dann kapiert habe, der Pfarrer sitzt drin im Auftrage des Herrn. Es sitzt also Jesus drin, der mich erlösen möchte, der mich befreien möchte, der mich segnen möchte. Und jetzt ist mir das vollkommen egal, welcher Pfarrer drin sitzt. Ob es sehr bekannt ist oder ganz ein einfacher Pfarrer, es sitzt Jesus drin, der mich heilen möchte. Und man kann ja auch für einen guten Beichtvater beten und für eine gute Beichte. Ja, ja. Ah, das ist mir schon öfters passiert. Ja, ich dachte, du strahlst, das ist unglaublich. Das ist manchmal, wenn in der Früh um 9:30 gehen wir immer am Miesberg. Und dann denken wir, Mensch, ich habe eine Sünde, aber ich möchte mit der Sünde nicht kommunizieren. Gell? So, Herr, gib mir doch die Chance und so. Da ist ein Priester einfach daherkommen noch schnell. So, komm, geh mal schnell zum Beichten. Okay, ich sag, dann machen wir, gell? Und dann 5 Minuten später. Aus dem Fluss raus einfach, ja. Ne? Wow, was ist für dich die Eucharistie? Zentrum unseres Glaubens, die Heilige Kommunion? Die Heilige Kommunion, ja. Was das Brot Christi. Was bedeutet das für dich? Das ist. Die Hostie einzunehmen. Die Hostie einzunehmen, das ist. Ja, eigentlich alles. Das ist alles, was einfach der Glaube ausmacht. Das ist so ein großes Geschenk. Einfach das Geschenk des Herrn Christus. Die Kraft, das Vertrauen, alles. Du kannst alles mit einschließen. Du kannst andere Menschen mit einschließen. Du kannst die Verstorbenen mit einschließen. So schön, schön dazu zu hören, weil das ist, du hast einen langen Weg hinter dir. Ja, was ich noch ganz toll finde immer, die Hostie brechen. Das finde ich so toll. Du kannst deine Sünden hinlegen auf den Altar und bittest den Herrn, dass er das bricht, dass es aufbricht. Die Zeremonie, sag jetzt mal, auf dem Altar, die einzelnen Handlungen, das wissen die meisten Leute nicht. Die sind sowas Heiliges und sowas Heilsames. In den Kelch zum Beispiel, ich lege da oft die ganze Welt rein. Und es ist jedes Mal wieder Golgotha, in jeder Messe neu für uns. Ne? Golgotha, ja, aber zugleich Auferstehung. Und zugleich Auferstehung. Das ist vergessen die Leute. Wir sind die Auferstanden, wir sind die Halleluja-People. Ja. Das Licht, ja. Nicht in der Dunkelheit stecken bleiben. Da ja. Nur die Hälfte des Weges gegangen. Ne? Ja, die Auferstehung, das ist eins für mich das Wichtigste. Weil ich einfach diese Art von Auferstehung erlebt habe und noch nicht ein Leben lang kenne. Das ist für mich immer noch. Einfach deswegen bist du so, ich habe dir zugehört. On fire. Und genau richtig, was du gesagt hast. Weißt du? Sag nicht dieses gestolzte Gerede und so weiter. Die Mutter Gottes sagt, komm Herzen. Ja, das ist das Wichtigste. Lebt vom Herzen oder betet vom Herzen, lebt vom Herzen. Authentisch, ehrlich.
Wir hören alle diese neurolinguistische Reprogrammierung, das heißt, die Gedanken neu zu programmieren. Das sagt die Mutter Gottes aus, liest die Bibel, oder? Ja. Und dann wisst ihr, was eure wahre Identität ist. Nicht diese geschundene Person, dieses kleine Kind, das verlassen wurde, vielleicht stehen gelassen wurde, sondern geliebt, oder? Also die Bibel lese ich jeden Tag in der Früh. Jeden Tag, ja? Jeden Tag, warum, ja. Warum hast du das? Seit 2007. Ja, dass ich in die Bibel hineinkomme und mit der Losung, die versuche, dass mich die den ganzen Tag begleitet. Ja. Immer wieder. Und da habe ich schon so viele positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, ich kann das jetzt wortwörtlich sagen, in der Früh steht drin, also du sollst ja deinen Nächsten immer wieder versuchen zu verstehen zum Beispiel. Ja. Sondern kommst du in die Arbeitswelt, denkst du, Mann, oh Mädel und so. Und wenn zum Beispiel dann zwei Tuscheln oder wenn der Chef öfters mit einer Arbeitskollegin gesprochen hat, dann haben wir früher gedacht, was darf jetzt ich nicht wissen? Ja. Ich abgewiesen sein. Und ich, seit ich dann die Bibel gelesen habe, habe ich gesagt, Pierre, wenn du willst, dass ich das wissen soll, dann wäre ich da dabei. Ja. Ansonsten geht mir das nichts an. Genau. Und ich war frei. Genau. Ich war total frei. Das ist neurolinguistische Reprogrammierung im Endeffekt, aber mit den richtigen Worten, unsere wahre Identität von Gott. Ne? Ich bin genau auf dem gleichen Weg. Muss ich dir gestehen, jetzt in letzter Zeit sage ich mir dann auch, ja. Ich diene dem Gott der Freude, nicht der Traurigkeit. Ja. Ich diene dem Gott des Friedens, wenn der unfriedvolle Gedanke kommt. Das ja. ist eine Entscheidung von uns allen. Nur, oder? Gott hat uns den freien Willen gegeben. Es kostet oft sehr viel Kraft, den Willen des Herrn oder sich dafür zu entscheiden. Mhm. Aber es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Du es lohnt sich immer. Du betest den Rosenkranz auch? Bete ich auch, ja. Was ist so besonders am Rosenkranzgebet für dich? Jetzt muss ich ein Pater zitieren, vielleicht, der sagt immer, die Mutter Gottes will es, wenn man Rosenkranz betet. Ja. Also da bin ich ja gehorsam, ich bete jetzt nicht drei, aber ich versuche schon einen zu beten. Mhm. Das ist oft Meditation. Und ich habe ein großes Geschenk mal beim Rosenkranz-Gebet gekriegt. Ich habe bei YouTube habe da mitgebetet. Ja, das mache ich auch. Und da sind Bilder immer wieder kommen im Hintergrund. Ne? Und da ist die Mutter Gottes immer mal so aus dem Bild rausgekommen und verschwunden, ist wieder gekommen und verschwunden. Und seitdem weiß ich, die Mutter Gottes ist überall. Die ist da, die ist da, die ist, sie wirkt überall. Und, besonders in Medjugorje, erzähl. Und das ist einfach, ob das Medjugorje ist oder ich habe eine kleine Kapelle daheim, da gehe ich alleine hin, da ist auch die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes ist überall. Überall. Ist überall. Überall. Aber sie wirkt halt da, das Gebet, das ist das zentrale Gebet. Ja. Das macht schon viel aus dann. Hier in Metzgold, ne? Ja. Also, genau. Die Luft ist geschwängert vom Gebet, ja? Könnte man sagen. Genau. Genau. Also, das liegt was in der Luft hier. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Und wenn jemand diese persönliche Beziehung haben möchte zu Gott, wie du strahlst, man merkt, da ist was. Wie können Leute suchen das ja? Wie können sie diese Beziehung haben? Einfach sich auf den Weg machen. Es hat jeder einen anderen Weg. Ich war zum Beispiel dabei, ich habe zwei Sachen gehabt, wo mich einfach immer wieder ein bisschen von den anderen, von meinen Bekannten unterscheidet. Da sagt er, deinen Weg gehen, geh deinen Weg, nur deinen Weg gehen. Gott hat diesen Weg mit dir so und vertraue ihm, es ist dein Weg. Und ich muss aber sagen, es liegt, ich habe herrliche Priester gehabt, zwei gute Priester, und die haben mich da hingeführt und in das Vertrauen eingeführt, mich im Gebet begleitet. Und dann muss man es halt selber auf den Weg machen. Ich meine, es ist ja schon heftig, was dir passiert ist. Wie konntest du den Personen oder der Person verzeihen? Wie war der Weg? Ich habe das verdrängt, ja. Bis ich jetzt wieder zum Glauben gekommen bin. Dann habe ich mit dem Priester einfach das immer wieder besprochen, in die Erlösung gebracht und konkret, ich möchte diesen Nachbarn verzeihen. Ich verzeihe diesen Nachbarn. Also einen konkreten Willensakt setzen und immer wieder ins Gebet mit hineinbringen,
auf den Altar hinlegen. Und da, mittendrin ist weg. Da nimmt es dann Gott weg. Der nimmt es dann weg. Ja. Der hilft dir. Der ist der Erste, der nachher hilft, oder? Ja, da ist man befreit. Alles, ja. Wird man befreit. Ja. Aber das ist eine Entscheidung. Jeder muss sie treffen. Ja, eine Entscheidung. Und man kann am Anfang sagen, lieber Gott, ich bin Mensch, ich kann das noch nicht, helf mir. Ich kann es noch nicht. Und dann wird man Schritt für Schritt hingeführt. Genau. Ich habe oft gesagt, ja, ich kann ihm jetzt nicht verzeihen. Oder irgendjemand anders, ich kann es nicht. Oder Maria, ich kann es nicht. Bitte. Spring du für mich, ey. Oder bin jetzt kein Rosenkranz, bin kann oder was. So, Mutter Gottes, bitte spring du für mich ein. Amen. Und es hat auch nicht jeder die Mission, den Rosenkranz. Du hast die Mission, was du machst, Leute zu besuchen. Mhm. Das ist, jeder hat auch eine andere Mission. Ich glaube, man muss die Sachen, wie die Mutter Gottes sagt, vom Herzen machen. Dann ja. Ist das deine Sache, oder Rosenkranz. Ja. Bei mir auch, ich tue auch nicht keine drei Beten. Ich lasse jetzt nebenbei laufen, beim Kochen, beim was auch immer, dass ich den YouTube laufen hörst, das ist zumindest immer im Hintergrund dabei ist. Und was ist so speziell an Medjugorje? Was würdest du den Leuten sagen, was so toll an Medjugorje ist? Ja, dieses Zentrum einfach, dieses Gebetszentrum. Es kommen so viele Leute mit ihren Sorgen und Anliegen her, aber durch dieses Gebetszentrum und wo die Mutter Gottes erschienen ist, dieser Glaube, das gibt den Menschen so viel Hoffnung, dass ihnen da geholfen werden kann. Diese Hoffnung und Vertrauen auf die Mutter Gottes da. Und da bin ich überzeugt, da wird ihnen ein Käufer, dass die Mutter Gottes sie hinführt. Zu Christus, zu ihrem Sohn. Und das bei uns im Bus, da waren jetzt zwei dabei, die haben schon so lange nicht mehr gebeichtet. Und ja, die war gestern beichten, die sagt, herrlich. Herrlich. Keine Angst mehr, sondern keine Angst mehr, nur Freude. Wow. Und das ist natürlich schon was Besonderes, da die Beichtgelegenheit da. Warum? Vor der Kirche. Ja, ja, die vielen Priester und das freie Herumsitzen finde ich fantastisch. Das ist, manche haben ja Angst oder eingezwängt sind in einem Beichtstuhl, gell? Und das Freie heraus unter den Bäumen, du hörst die Vögel zwitschern, du hörst die Glocken läuten und du hörst wieder in den Gesang und schön. Einfach schön. Ja. Das ist Medjugorje, einfach schön. Einfach schön. Was kann ich sagen? Danke für dieses schöne Gespräch. Danke auch. Mission, das habt ihr mit den Passionisten gemacht. Ja. Und das kann jeder in der Pfarrei machen. Kann jeder in der Pfarrei machen, ja. Kann man ankündigen im Fahrplan, dass man wieder zu den Leuten geht, mit Gott spricht. Das ist eine konkrete Initiative, wie man die Kirche wieder lebendig machen kann in Deutschland, oder? Ja, genau. Schön. Ja, der Pater Dominikus, der nimmt Kontakt auf zu einzelnen Pfarreien, ob er, der Pfarrer überhaupt Interesse hat. Ja. Es gehört ja einige Logistik dazu seitens von der Pfarrei, wenn wir da zu 20 Mann kommen, Verpflegung oder Unterkunft und so weiter. Ja. Und dann gehen wir so 20 Mann, aufgeteilt, zu zweit immer. Zu zweit, wie Jesus, gehen immer zwei ausgeschickt. Ja. Ganz konkret alles, ne? Das ist ein konkreter Lebensstil. Ja, ganz konkret. Und ihr geht dann in eine eigene Pfarrei, das ist auch schön, dass ihr in andere Pfarreien geht, wo vielleicht nicht der direkte Kontakt ist, wo man freier sprechen kann. Auch. Ja. Und du hast durchweg also mehr positive Erfahrungen. Ja, mehr positive. Wir haben schon gemerkt, es sind auch manchmal Belastungen da. Ja. Da kannst du gar nicht so schützen, ja. Wenn sehr viel Esoterik zum Beispiel dabei ist. Das ist, dann gehen wir halt wieder zurück. Das merkt man einfach. Pater Dominikus, bitte gib uns den Segen oder trenn das ab. Wir beten dann wieder gemeinsam und dann ist es wieder okay. Und es ist ja auch Gemeinschaft. Und auch für die Esoterik zu wissen, es ist ein anderes Glaubenskonzept. Wir als Katholiken brauchen einen Erlöser und die Esoterik basiert auf Selbsterlösung. Ja. Nicht das Ego. Ja. Ego, Ego, Ego. Ja. Das ist natürlich für eine verwundete Person erstmal ganz toll, weil endlich wird mein Ego gesehen. Aber da kann man nicht stecken bleiben. Also ich war da auch und bin dann schritt, wenn man die Wahrheit wirklich sucht, kommt man zur katholischen Kirche, meiner Meinung nach. Ja. Und ich war bei evangelischen Kirchen, jüdischen, im Rabbiner gelernt. Am Ende bin ich wieder bei der katholischen Kirche. Mhm. Also einfach diese erlösende Liebe. Amen. Oder durch die Beichte. Und du bist das beste Beispiel. Wirklich danke vom Herzen. Danke auch.